Ein Film, den du als Kind immer und immer wieder gesehen hast. Hallo meine Freunde, recht herzlich willkommen zum heutigen Video zu Tag 2 der 30 Tage Film Challenge. Heute mit der Aufgabe, nenne einen Film, den du als Kind immer und immer wieder gesehen hast. Und für mich persönlich ist da auch direkt am Tag 2 ja, eine schwierige Aufgabe, da einen Film zu nennen, den ich als Kind immer und immer wieder gesehen habe. Denn, ihr wisst ja, Baujahr 80, war es nicht ganz so einfach, meiner Meinung nach, da jetzt so einen Film zu nennen, wie vielleicht Ende der 90er, Anfang 2000, als es schon die DVDs gab, als Videos auf jeden Fall schon auf dem Markt waren, lange Zeit, die waren ja schon am Auslaufen. Früher zu meiner Zeit, zu meiner Kindheit, wobei man auch fragen muss, wo hört Kindsein auf, wo fängt Kindsein an? Ich erinnere mich an viele Filme, die ich als Kind gesehen habe, aber die hat man dann eher so im Fernsehen gesehen. Wie gesagt, Videokassettenkauf war zumindest bei mir damals Ende der 80er nicht so in der Familie. Ne? Wir waren eher so die Familien, die sich das dann aufgenommen haben. Wenn es mal Filme gab, wobei ich jetzt aus heutiger Sicht auch nicht mehr sagen kann, waren es Filme, waren es vielleicht einzelne Zeichentrick-Episoden, waren es halt Zeichentrickserien. Wobei ich aus heutiger Sicht wahrscheinlich eher annehmen würde, es waren einzelne Episoden auf einer VHS, habe ich ja mittlerweile auch ein paar in der Sammlung. Wenn ich jetzt aber einen Film nennen müsste, den ich als Kind immer und immer wieder gesehen habe und ich gehe jetzt mal einfach bis 14 Jahre ungefähr auf, vielleicht 12 bis 14 Jahre, würde ich wahrscheinlich Police Academy nennen. Police Academy einfach aus dem Grund, weil ich es noch weiß, dass ich es oft beim Schulfreund gesehen habe. Da waren wir Grundschulalter, dritte, vierte Klasse, sowas um den Dreh ungefähr. Da gab es den, glaube ich, auf Videokassette schon oder er lief einfach im Fernsehen und es wurde ebenfalls von denen aufgenommen. Ich kann es wirklich schwer sagen, es ist lange, lange her. Aber ich weiß, dass wir die Police Academy Filme immer oft gesehen haben und uns das damals schon lustig fanden. Und dementsprechend würde ich da einfach Police Academy jetzt in den Raum werfen. Natürlich habe ich auch Filme wie Masters of Universe ziemlich oft gesehen. Allerdings immer nur bei einer Person. Das ist wirklich schwer. Ich weiß nicht, haut es auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr wirklich einen Film hattet früher als Kind. Es ist ja auch erstmal schwer, sich daran zu erinnern, was man als Kind überhaupt gesehen hat. Ich könnte euch jetzt Zeichentrickserien nennen, die ich oft gesehen habe als Kind. Wobei bei den Zeichentrickserien war das ja auch immer so ein Fall. Eine Zeichentrickserie hatte 13 Episoden und du hast gedacht, die hätte gefühlt 100. Aber das ist jetzt off-topic. Aber einen Film, wirklich einen Film zu nennen zu Zeiten, wo eine VHS 100 Mark gekostet hat oder mehr, zu einer Zeit, wo ein Videorekorder richtig teuer war, kann ich jetzt wirklich nur sagen, was da im Fernsehen kam. Und gerade weil man es eben im Fernsehen gesehen hat, wenn man sich's da nicht aufgenommen hat, hat man ja nicht die Möglichkeit gehabt, einen Film immer und immer wieder zu schauen. Dementsprechend, wie gesagt, Police Academy, der mich auch wirklich seit der Kindheit, sage ich mal blöd, durchs Leben begleitet, natürlich auch heute in mehreren Varianten in meinem Filmregal steht und für mich einfach eine zeitlose Komödie ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare, auf eure Filme, die ihr nennt. Lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, falls ihr die anderen Tage der 30 Tage Film Challenge nicht verpassen wollt und euren Kommentar dazu abgeben wollt. Dementsprechend jetzt erstmal von mir ein großes Tschüss und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video und freut euch schon mal auf die kommende Woche. Das möchte ich noch schnell anhängen. Es kommen wahrscheinlich ziemlich viele Videos und deswegen wird das eine interessante Woche. Macht's gut. Ciao.